Himmeltraurig war es, das Schicksal von so manchem Verdinking in der Schweiz. Sie sind vorgeschickt worden von den eigenen Eltern und von den Bauern als billige landwirtschaftliche Arbeitskräfte ausgenutzt worden. Die Schläge waren bei vielen an der Tagesordnung. Nicht selten sind die Buben und Mädchen auch sexuell missbraucht worden. Das dunkle Kapitel von der Schweizer Geschichte wird jetzt nach und nach aufgeschafft. Traurige Erinnerungen werden wieder aufgefrischt. Die zum Beispiel vom Schriftsteller vom Arthur Honegger, der als Bub bei einem brutalen Bauer verdingt war. Helen Arnett hat der heute 79-Jährige auf einem Ausflug in seine Verdingtzeit begleitet. Da wirst du arbeiten, sagte er. Zu Speich, Entsetzen packte mich. Das war doch nicht möglich. Nein, sagte ich und weinte. Hör auf zu heulen. Herr Speich ist ein rechtschaffener Mann. Er versteht es, mit solchen Jungen umzugehen. Und dann bist du alt genug, um für dich selbst zu sorgen. Die Gemeinde hat jahrelang gezahlt für dich. So hat der Arthur Honegger in seinem Buch «Die Fertigmacher» die Ankunft auf dem Hof zu Schlieren beschrieben. Mit 15 ist er als Verdingbub hierher gekommen. 2 Jahre hat er müssen bleiben. Die 2 Jahre gehören zu den schlimmsten von seinem Leben. Man hat Arthur Honegger müssen überreden, dass er für diesen Beitrag nochmal hierher auf Schlieren kommt. Würden Sie da nochmal reingehen? Nein, da habe ich gar keine Lust. Dort jetzt gehen, das würde ich jetzt nicht machen. Da bringt mich nicht mit 1000 Rossen rein, oder? Da würde ich halt so einfach abhauen. Wenn ich zu den Brüdern sage, du musst da hingehen, sage ich, nein, da gehe ich nicht. In diesem Haus war so ein Ungeist. Das brauche ich nicht mehr. Was war denn das Schlimmste, was Sie hier erlebt haben? Neustall. 4 Tage. Aus welchem Grund? Weil ich ihn halt trösten wollte. Und dann ist er verrückt worden, hat mich blutig geschlagen und hat mich hingehauen. 4 Tage. Das war das Schlimmste. Ich habe Hunger. Im Schweinestall wird kein Essen serviert. Ich sagte nichts. Da, sagte er plötzlich und warf mir ein paar Äpfel in die Bucht. Er hatte sie aus dem Schweinefutter genommen. Wenn du wirklich Hunger hast, dann friss diese Äpfel. Nebenan fraßen die Tiere gierig und schmatzend. Sie soffen quietschend und saugend. Ihr Atem ging heftig und sie scharrten in ihrer Fressgier mit den Füßen in den Trögen. Guten Appetit, sagte er. Und ging hinaus. Vom Körperlichen her war es schlimm, aber das andere war viel schlimmer. Eben, dass man geredet hat mit einem. Dass man nie einen Wunsch äußern konnte. Dass man nie einbezogen worden ist in irgendetwas. Zum Beispiel an der Weihnacht bin ich auch nicht dabei gewesen. Das steht ja alles in der Fertigmacherin, was ich da erlebt habe. Und das ist, was macht man als junger Mensch, wenn niemand redet mit einem? Was macht man? Nichts. Traurig ist man halt. Und Man denkt dann, wieso ist das so und warum redet er niemand mit mir? Arthur Honegger, seine Kindheit tönt wie ein einziger Albtraum. Seine liebliche Mutter hat er nie gekannt. Aufgewachsen ist er bei Pflegeeltern. Dann hat er seinen Vormund in verschiedene Heime platziert, als Verdingbub auf Schlieren geschickt und in eine Arbeitserziehungsanstalt gesteckt. Warum, das hat er nie erfahren. Der rote Faden in seiner Kindheit und Jugend, knüppelharte Arbeit, Schläge und ein Leben ohne Liebe. Wie andere Verdingkinder ist auch er gerne in die Schule. Die Lehrer haben ihn gefördert. Sein Verhältnis zu allen anderen Staatsangestellten war aber vor allem durch eins geprägt, durch ein eisernes Schweigen ihm gegenüber. Ich hatte eigentlich zu den Behörden keine Beziehung in seinem Alter. Die haben einfach entschieden. Oder die haben angeordnet und entschieden, aber mit mir hat man nicht geredet. Was meinst jetzt du dazu, oder? Also, als ich dann bei dem Bauer weggekommen bin, ist ja niemand zu mir gekommen und hat gesagt, was meinst jetzt du, jetzt bringen wir dich 3 Jahre in eine Arbeitserziehungsanstalt. Was meinst du dazu, oder? Das ist alles schweigend vonstatten gegangen. Heute lebt der Arthur Honegger mit seiner Frau Heidi in Toggenburg. Er hat es, wie man so sagt, zu etwas gebracht, auch wenn ihm sein Vormund immer eine Karriere als Zuchthäusler prophezeit hat. Der Arthur Honegger hat 3 Kinder. Er war Journalist und Kolumnist beim Blick und 9 Jahre St. Galler SP-Kantonsrat. Nicht alle ehemaligen Verdingkinder mit so schweren Schicksal haben den Rang noch gefunden. Für die fordert der Arthur Honegger eine Wiedergutmachung durch den Bund.
ich sage immer, wenn wir einen Ed Feigen hätten in der Schweiz, wo ein ähnlich gelagerter Anwalt, das ist mir völlig wurscht, was der daran verdient. Aber einer, der würde mal dafür sorgen, dass einmal all die Leute, die so gelitten haben, eine Entschädigung überkämen für das, was man ihnen angetan hat, oder? Auch finanziell, oder? Ich meine, wir sind aufgrund von meiner Vergangenheit, sind wir auch das erste Mal in der Armut gelandet, oder? Unsere Familie. Wir sind mausarm gewesen. Der Arthur Honegger ist heute vor allem Schriftsteller. Jeden Tag schreibt er hier in seinem Büro zu Krummenau. 19 Romane hat er schon veröffentlicht. Themen nimmt er immer wieder aus seiner verkachelten Kindheit und Jugend. Episoden aus einem hässlichen Kapitel von der Schweizer Geschichte. Als ich Fertigmacher geschrieben habe, habe ich 1000 Seiten geschrieben. Und dann hat mein Verleger, Dr. Kekheis, gesagt, Duri, das können wir nicht bringen, das glaubt uns niemand. Die Schweiz ist ein Heilsland. Bei uns passieren derige Sachen nicht. Wir sind ein gutes Land, ein solides Land. Wir haben nur geordnete Verhältnisse, oder? Und das sagt doch alles, oder? Das ist halt nicht wahr. Das ist eben die heile Schweiz, die man immer den Leuten jetzt seit Jahrzehnten vorgehaukelt, oder? Ich weinte beinahe vor Hass und Zorn und dass ich für immer bei solchen Menschen leben musste. Ich ging wortlos zu Bett. Als Hofer, der neben mir lag, leise fragte, was hast du, du bist so komisch, sagte ich schroff, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr hören von dem ganzen Dreck.